Hallo, wir sind heute wieder auf dem Trainingsgelände der Heidelberg Hunters. Heute mit uns der neue QB-Coach Sascha Gaveau. Danke Sascha, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Wir haben noch ein paar Fragen an dich. Du bist jetzt der neue QB-Coach bei den Hunters, wie eben erwähnt. Kannst du uns was über deine Football-Karriere als Spieler und Trainer erzählen? Ja, also ich bin seit 25 Jahren beim Football dabei. Angefangen habe ich mit 12, damals in Rüsselsheim beim Flag Football. Habe dann jahrelang Quarterback gespielt, habe auch ab und zu mal ein bisschen ausgeholfen als Tight End, auch mal als Cornerback. Habe jetzt vor knapp 3 Jahren meine aktive Karriere beendet, bin seitdem nur noch aktiver Coach. Wie kam es denn dazu, dass du zu den Heidelberg Hunters gekommen bist? Hast du hier Kontakte? Kennst du hier bereits jemand? Oder? Ja, ich habe ein paar Kontakte hier, wie es halt so ist in Football Deutschland, da kennt man sich. Aus früheren Zeiten auch, und da bin ich angesprochen worden. Und ja. Gab es noch andere Vereine, die du in Betracht gezogen hast, beziehungsweise hast du noch andere Angebote außer von den Hunters? Ich hatte Angebote, die ich aus privaten Gründen leider absagen musste. Das mit Heidelberg hier passt mir jetzt ganz gut, und ich freue mich drauf und wird sicher lustig. Wie schätzt du denn das Team der Hunters ein, beziehungsweise hast du die Hunters schon vorher im Auge gehabt? Ich habe die Hunters schon auch durch meine Kontakte immer so ein bisschen beobachtet, auch auf Facebook, und durch die gute Öffentlichkeitsarbeit erfährt man ja einiges hier aus Heidelberg und habe das so ein bisschen am Rande mitverfolgt. Dann danke ich dir für das kurze Interview. Am Sonntag bist du das erste Mal dabei in Kuchen. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.